Und nicht nur in Duisburg ist was los. Auch an den Unikliniken in NRW soll der Streik wieder ausgeweitet werden. Ganz schön viel los, einen Tag nach dem 1. Mai, dem traditionellen Tag der Arbeit. Gestern fanden wieder zahlreiche Demos, Kundgebungen und Feierlichkeiten statt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund als übergeordneter Verbund hatte wieder traditionell dazu aufgerufen. Was dieses Jahr anders war, das fragen wir jetzt die Duisburger Geschäftsführerin. Angelika Wagner ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Frau Wagner, vielleicht, bevor wir zum 1. Mai nochmal kommen, jetzt die aktuellen Streiks oder die vorbereitet werden, beispielsweise an den Unikliniken in ganz NRW. Können Sie die Enttäuschung der Beschäftigten derzeit verstehen? Die machen das ja aus gutem Grund. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil vor 2 Jahren ungefähr haben wir alle auf Balkonen und an Fenstern gestanden und geklatscht und die Leistung, die Arbeit dieser Menschen gewürdigt, die in der Pandemie wirklich hervorragend geleistet haben, auch in den Sozial- und Erziehungsberufen, die derzeit auch in weiteren Warnstreikphasen sind. Und jetzt für diese Beschäftigten zu sehen, dass ihre Leistung nicht dementsprechend anerkannt wird, dass sie so intensiv dafür kämpfen müssen, dass ihre Arbeitsbedingungen verbessert werden, das kann ich nachvollziehen, dass da auch ein bisschen, sagen wir, Verbitterung da ist. Es geht ja im Großen nicht ausschließlich um Lohn- und Gehaltserhöhung, sondern es geht um die Anerkennung der Arbeit und es geht um gute Ausstattung mit Beschäftigten, um mehr Personal. Und das sind ganz wichtige Themen für uns. Und Sie sagen es gerade, also auch die sozialen Dienste hier in Duisburg, die streiken eben auch und gehören ja eben gerade zu den Berufen, die da so beklatscht worden sind. Und gestern, da gab es natürlich auch viel Geklatsche, 1. Mai, Tag der Arbeit, ganz traditionell hier natürlich auch bei uns in Duisburg, nur eben nicht im oder am traditionsreichen Standort Landschaftspark Duisburg-Nord, sondern in der Innenstadt zum ersten Mal. Das ist aber nicht das Einzige, was anders war. Wie war die Stimmung? Es war großartig. Also es war wirklich wunderschön, wieder in echt zusammen sein zu können und so viele Menschen zu sehen. Es hat gut getan. Es hat gut getan, allen 8 Gewerkschaften mit uns gemeinsam da zu stehen und für gleiche Werte zu streiten, für soziale Gerechtigkeit auf die Straße zu gehen. Das war ein richtig gutes Gefühl. Wir haben gemerkt, ein bisschen gedämpft war es, weil halt eben auch einige Beschäftigte, einige Mitglieder vielleicht doch noch ein bisschen vorsichtiger sind und gerade unsere treuen älteren Kolleginnen und Kollegen ein bisschen gefehlt haben. Aber dafür war die Jugend mit so viel Power und Energie und Spaß dabei. Das hat sehr gut getan. Ja, also gerade Corona ist da natürlich noch in den Köpfen. Circa 1000 Teilnehmer waren, glaube ich, da. Also es gab unterschiedliche Schätzungen. Wir haben die 1000 in dem Demozug gehabt und auf dem Platz waren es 2 ungefähr. Aber also auch mit 1000 wären wir zufrieden. Ja, also sogar noch mehr. Ja, genau. Natürlich überschattet das Ganze auch oder wird überschattet von dem Krieg in der Ukraine. Das überschattet natürlich derzeit auch eben vieles, auch den Tag der Arbeit. Und bei der ganzen Diskussion derzeit, also Energieembargo, heute auch wieder ein Thema, das Ölembargo, aber auch die Forderung nach Waffenlieferungen, genauso wie die Töne nieder mit den Waffen. Also da hat man ja gestern alles gesehen sozusagen. Betrifft das natürlich auch die Beschäftigten bei uns hier in der Region? Was haben Sie da so wahrgenommen? Was sind so die Gedanken, die die Beschäftigten haben? Also erstmal war es auch gestern sehr schön zu sehen, dass die Friedensbewegung, deren aktiver Teil wir als DGB-Gewerkschaften ja sind, eben so unterwegs war und dass es sehr viele Diskussionen gegeben hat. Es gibt ja auch in den Gewerkschaften unterschiedliche Diskussionen darüber, was jetzt die richtige Vorgehensweise ist. Und die eine richtige wird es nicht geben. Wir sagen aber auch alle, dass es richtig ist, den Menschen in der Ukraine zu helfen und ihnen sie dabei zu unterstützen, dass sie eben ihre Souveränität, ihre Freiheit und ihren Frieden wieder erlangen können. Es hat aber natürlich bei uns eben auch diese Auswirkungen, dass wir sagen, wir wollen keinen Krieg, wir möchten, dass der Krieg beendet wird. Mehr Waffen schaffen keinen Frieden automatisch. Deswegen sind wir auch sehr froh, dass unsere Bundesregierung da eher bedächtig und vorsichtig dran geht. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die Menschen in den Betrieben von Sanktionen und Ähnlichem auch betroffen sind. Dass wir über Kurzarbeit in vielen Bereichen reden, nicht weil die Unternehmen keine Aufträge haben, sondern weil zum Beispiel einzelne Produkte nicht lieferbar sind, die gebraucht würden. Und dass sich Beschäftigte Angst um ihre Arbeitsplätze machen.
auch natürlich Angst haben, dass der Krieg noch näher kommt oder gar Familie haben, die betroffen ist oder ähnliches. Also das ist wirklich ein großes Thema in den Betrieben bei den Beschäftigten. Ja, weil es eben die Beschäftigten auch so unmittelbar betrifft und letzten Endes uns alle ja durch die Inflation, die Preise gehen in die Höhe, die Löhne steigen, aber auf der anderen Seite nicht oder die Renten. Ja. Wie sehen Sie da das Dilemma? Es ist ein Dilemma, weil natürlich unsere gewerkschaftlichen Lohnforderungen nicht dafür da sind, einen Lohnausgleich zu, einen Inflationsausgleich zu erlangen, sondern eine angemessene Beteiligung an dem, was die Menschen ja selber erwirtschaften in diesen Unternehmen, bei diesen Arbeitgebern, ist in einer solchen Situation aber natürlich schwer, weil die Beschäftigten müssen ja eben diese gerade groß gestiegenen Kosten irgendwie schultern. Das heißt, sie müssen gucken, dass ihre Mobilität gewährleistet ist, weil sie müssen zum Arbeitsplatz. Sie müssen ihre gestiegenen Heizkosten zahlen und gestiegene Lebensmittelkosten zahlen. Da ist es nur richtig, dass Gewerkschaften versuchen, darüber eben den angemessenen Ausgleich hinzubekommen. Und jetzt gab es ein Entlastungspaket von der Bundesregierung, gerade auch hinsichtlich Duisburg-spezifischen Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel die Langzeitarbeitslosen. Reicht das alles aus, das für das, was Sie gerade beschreiben? Also wir sagen, dass das nicht ausreicht. Es ist gut, dass es das gibt, aber das ist eben nicht ausreichend. Und es ist so ein bisschen mit dem Füllhorn über einzelne Gruppen ausgeschüttet worden. Dass aber Rentnerinnen und Rentner zum Beispiel leer ausgehen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Gerade in Duisburg gibt es sehr viele Menschen, die einen Ausgleich zur Rente brauchen, die wirklich sehr geringe Renten haben. Wir haben einen großen Anteil an langzeitarbeitslosen Menschen, der ist allein innerhalb dieser zwei Corona-Jahre um 4.000 gestiegen. Wir reden jetzt über 14.000 langzeitarbeitslose Menschen in unserer Stadt. Da reicht es nicht. Die müssen ja auch diese Kosten irgendwie ausgleichen. Und es darf doch nicht sein, dass Menschen im Supermarkt sich die billigsten Produkte suchen müssen und nicht mehr gucken können, na, wie kann ich mich gesund ernähren. Also das ist wirklich ein großes Problem. Da muss mehr getan werden. Und das ist auch die Aufgabe der Politik, da eben zu gestalten. Und dann sind wir schon beim Thema. Abschließend ging es natürlich auch darum, in zwei Wochen sind Wahlen hier in NRW. Eine neue Regierung könnte da eventuell als Ergebnis rauskommen. Was sind so die größten Probleme, wo Sie sagen, da müsste jetzt eine neue Regierung oder vielleicht auch die alte Regierung wieder angreifen? Wir haben mehrere Kernforderungen auch formuliert als Gewerkschaften. Und es gibt ein paar Schaltstellen, wo wir sagen, da muss ganz klar mehr passieren. Das ist zum Beispiel gute und fair bezahlte Arbeit fördern. Immer weniger Unternehmen sind tarifgebunden. Das heißt, immer weniger Menschen unterliegen einem Tarifvertrag, der eine schützende Wirkung hat und auch dafür sorgt, dass Menschen besser verdienen und geregeltere Arbeitszeiten haben. Das müsste man zum Beispiel durch ein vernünftiges Tariftreuegesetz regeln, dass zum Beispiel nur Unternehmen, die nach Tarifen bezahlen, die angemessen bezahlen, die ausbilden, auch öffentliche Aufträge bekommen. Warum denn nicht? Es sind öffentliche Steuergelder, also kann ich doch Konditionen festschreiben. Und das würde ja wieder Mehreinnahmen für den Staat bedeuten und für die Sozialkassen, hätte also eine positive Wirkung. Solche Dinge wie sachgrundlose Befristungen. Der öffentliche Dienst ist der größte Arbeitgeber mit Befristungen. Das heißt also, alle Menschen in Ministerien, in Verwaltungen, in Hochschulen etc. sind sachgrundlos befristet. Das muss abgeschafft werden. Das darf doch nicht sein, dass Menschen nicht wissen, ob sie nach anderthalb Jahren jetzt noch da weiter beschäftigt werden, obwohl es diese Aufgabe dauerhaft gibt. Das sind so einzelne Beispiele, wo wir sagen, da muss wirklich mehr passieren und da kann Politik gestalten. Und da gibt es wahrscheinlich noch einige andere Forderungen, die Sie haben, für die Zeit jetzt leider nicht mehr reicht. Aber ich denke mal, das ist klar geworden und zwar von Ihnen. Angelika Wagner, Geschäftsführerin vom DGB hier am Niederrhein. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke auch.